Ja, bei mir jetzt Kevin Drees. Premiere ist geglückt oder Comeback. Du warst ja schon mal in Thorn. Wie fällt das Fazit jetzt aus, je nach dem hart umkämpften Sieg in Pöhlich? Grundsätzlich sind wir erstmal glücklich, unser erstes Pflichtspiel, was ja relativ früh gekommen ist, jetzt gewonnen zu haben. Ich würde sagen, die erste Halbzeit geht ganz klar an uns. Wir hatten einen riesen Chancenplus, auch wenn ich die Qualität der Chancen betrachte. Also wir sind da wirklich 4-5 Mal allein aufs Tor gelaufen. Müssen wir den Sack eigentlich noch zumachen, wie es halt so ist, wenn du die Dinger vorne nicht machst. Wirst du oftmals bestraft. Heute haben wir uns nur insofern bestraft, dass wir ein bisschen mehr laufen mussten, als gewollt war eigentlich. Bedingungen waren nicht optimal dafür, aber grundsätzlich sind wir über den ersten Sieg natürlich sehr, sehr glücklich. Sonst, wie bist du reingekommen in deine Arbeit? In Thorn war ja eine besondere oder ist eine besondere Vorbereitungsphase, aber ziehen die Jungs gut mit? Wie ist es so? Grundsätzlich war ich sehr, sehr froh, noch viele zu kennen von damals, weil, wie die einige vielleicht wissen, war ja geplant, mit Mike Gaukler die Sache zusammenzumachen. Hat jetzt nicht so funktioniert, ist für mich natürlich nochmal gerade Thema Zeit intensiver geworden. Bin aber sehr, sehr gut reingekommen, bin gut aufgenommen worden. Wie gesagt, sind viele alte Bekannte da. Junge, neue Spieler, die sehr, sehr hungrig sind, viele Sachen gerne aufnehmen und auch Trainingsquantität her kann ich mich absolut nicht beschweren. Bin froh, wenn es so weitergehen würde.